Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Ich sehe ein bisschen müde aus, weil ich bin gerade aus Doha, aus Katar gekommen. Alhamdulillah. Ich war da gewesen, um Sheikh Abu Saq zu treffen, Sheikh Bilal Philips zu treffen, wegen der Islamic Online University, einige Sachen zu besprechen. Und habe dort ein paar Vorträge gemacht. Und ich war auch dort, um mir eine Lizenz zum Dummschwätzen zu holen. Weil ihr wisst ja, es ist mittlerweile eine Lizenz zum Dummschwätzen, wenn man sich einfach eine Taskia holt in diesem oder jenem Buch. Ich habe noch mit dem Sheikh zwei Akida-Bücher durchgenommen, die ich aber schon vor 10 Jahren durchgenommen habe. Nur halt jetzt Rasmien, so nach diesem Motto. Weil dann kann man danach alles erzählen. Dann kann man sogar erzählen, dass es Zwang zum Glauben ist, dass man keinen Koran auf der Straße verteilen darf. Weil Allah sehr im Koran sagt, La ikra fi din, es gibt keinen Zwang im Glauben. Wenn man dann sagt, er ist so totaler Schwachsinn, was der Typ labert, dann sind die, ey, ist ein Sheikh, der weiß ja sowieso was, der weiß es ja besser. Auf jeden Fall, was ich euch sagen wollte, liebe Geschwister, wir suchen Leute, die Islam studieren wollen. Erstmal, in 10 Tagen fängt inshallah ein neues Semester. Ihr könnt euch jetzt in 10 Tagen für das Frühlingssemester bei Bilal Philips bewerben. Ab September fängt das neue Semester an. Und dann haben wir etwas für männliche, jugendliche oder junge Erwachsene, nämlich ein Islamstudium an der Islamischen Universität in Malaysia. Wer Interesse daran hat, soll sich bitte über unsere Facebook-Seite melden. Wir werden inshallah eine E-Mail-Adresse dazu angeben. Islamisches Studium Malaysia. Wir brauchen hier in Deutschland Leute, die den Islam verteidigen können, mit Wissen, argumentativ. Und dazu muss man richtig tiefgründiges Wissen haben. Und die Islamische Universität in Malaysia ist dafür die richtige Stelle. Deswegen, wer Lust hat, 4 bis 6 Jahre nach Malaysia zu gehen, um dort Fisabilillah auf dem Weg Allahs Wissen zu suchen, der ist eine richtige Adresse. Der Prophet sagte, wer rausgeht, um Wissen zu suchen, in Kharaja fi talab al-ilmi, fahu Fisabilillah hatta yarja. Wer rausgeht, um Wissen zu suchen, ist auf dem Weg Allahs, bis er zurückkehrt. Haben wir da, wie gesagt, wir sind gerade hier in Hanau, seht ihr im Kulturforum, denn wir sind inshallah überall. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.